Hallo, hier ist wieder der Kai von Watchwise und im heutigen Video erkläre ich euch, wie es Oris geschafft hat, einen der besten Diver im Preisbereich unter 2000 Euro zu kreieren, der gleichzeitig einen perfekten Einstieg in den Bereich der Luxusuhren darstellt, die Oris Aquastate. Wir werden euch in diesem Video die Uhr von all ihren Seiten zeigen. Wir zeigen euch, wie robust und alltagstauglich sie ist, wie bequem sie sich trägt und wie sie im Vergleich zu der doch sehr ähnlichen Submariner 116610 LV Spitzname Hulk abschneidet. Und danach bekommt die Oris Aquis von uns noch einen Watchscore. Viel Spaß! Es ist das Jahr 2019 und noch nie gab es so viele Menschen, die auch gerne eine Luxusuhr ihr eigen nennen möchten. Der erste Gedanke nach dem Wort Luxusuhr ist oftmals die Submariner aus dem Hause Rolex. Nun kommen aber die ersten ernsthaften Probleme ins Spiel. Erstens sind 6.800 Euro sehr viel Geld, das man nicht mal eben aus der Tasche zaubert. Niedrige Zinsen hin oder her, besonders wenn es um den ersten Kauf einer Uhr geht. Zweitens ist die Submariner so beliebt, dass entweder sehr lange Wartezeiten von 3 bis 10 Jahren oder aber Preise über dem Listenpreis fällig werden. Aber muss man deswegen auf einen guten Diver im Alltag verzichten? Genau an dieser Stelle kommt die Uhr ins Spiel, die beide Probleme löst. Und zwar die Oris Aquastate. Die Aquis ist mit einem Listenpreis von 1850 Euro beziffert und die Verfügbarkeit der Uhr ist eine Sache, über die man sich überhaupt gar keinen Kopf machen muss. Wer die Uhr haben möchte, kann zum Konzessionär gehen und kann die Uhr sofort anschauen und wenn sie einem gefällt, auch direkt mitnehmen. Diese Oris haben wir übrigens vom Juwelier Hunke in Ludwigsburg für dieses Video zur Verfügung gestellt bekommen. Hunke ist für mich ein ganz besonderer Juwelier, da ich hier das erste Mal mit dem Thema Luxusuhren in Verbindung gekommen bin. Fangen wir mit dem Gehäuse der Oris Aquis an. Die Oris trägt sich mit 43,5 mm etwas größer als die typischen 40 mm, die man heute von vielen Uhren gewohnt ist. Allerdings ist der Bandanstoß fest mit dem Gehäuse verbunden, was die Uhr etwas kleiner erscheinen lässt, gleichzeitig aber auch zu einem kleinen Nachteil führt, dazu aber gleich mehr. Für alle, denen 43,5 mm trotzdem zu groß sind, gibt es übrigens noch eine 39 mm Variante, die Oris 2019 auf den Markt gebracht hat. Wer sich unsicher ist, sollte also auf jeden Fall beide Varianten ausprobieren. Oris bietet so also hochqualitative Diver in verschiedenen Größen an und noch ein schönes Merkmal, Oris ist eine komplett unabhängige Firma. Das Stahlgehäuse der Uhr macht sie zu einem perfekten Begleiter für den Alltag. Robust und alltagstauglich, wie es ein Daily Beater eben auch sein sollte. Zusätzlich zur Alltagstauglichkeit trägt auch die, in diesem Beispiel grüne, Lünette bei. Sie ist nämlich aus polierter Keramik und somit sehr kratzresistent. Ich persönlich habe zumindest noch nie einen Kratzer in eine Keramiklünette bekommen. Und solche Keramiklünetten gelten eben als Standard bei auch hochpreisigen Luxusuhren, beispielsweise der Submariner von Rolex oder auch der Seamaster von Omega. Das sorgt dafür, dass eure Uhr auch nach jahrelangem Tragen noch fast aussieht wie am ersten Tag. Die Aquis ist also genau die Uhr, die man perfekt als seine erste Uhr kaufen kann und die man jeden Tag tragen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie dabei beschädigt wird. Die Lünette besitzt eine für Taucheruhren typische Graduierung und ist nur gegen den Uhrzeigersinn drehbar. Mit einer Wasserdichtigkeit von 300 Metern ist die Aquis im Übrigen natürlich auch zum Duschen, Schwimmen und sogar zum Tauchen geeignet. Die Crown Guards schützen dabei die verschraubte Krone außerdem vom Aufschrauben, was die Wasserdichtigkeit eben gewährleistet. Die solide Verarbeitung des Gehäuses geht beim Zifferblatt direkt weiter. Während sich Oris noch vor nicht allzu langer Zeit als strikte Toolwatch verstand, bekam die Aquis 2017 ein kleines Facelift, welches allerdings ziemlich elegant rüberkommt. Hier wurden die Zeiger und Indizes neu designt, vor allem kamen aber neue Farben für die Zifferblätter hinzu, mit einer Besonderheit, in die ich mich persönlich sofort verliebt habe, und zwar den Sonnenschliff auf dem Zifferblatt. Das führt dazu, dass das Zifferblatt, je nach Lichteinfall, in verschiedenen Farben aufleuchtet und dass sich eben Verlauf von hell nach dunkel bildet. Ebenso übrigens wie auch die Submariner Hulk. Dieser Sonnenschliff führt übrigens regelmäßig dazu, dass ich auf die Uhr schaue und die Uhrzeit sofort wieder vergesse. Das kennt ihr aber sicherlich, wenn ihr schon eine Uhr besitzt, auch. Die Zeiger und die Indizes der Uhr besitzen Inlays aus Leuchtmasse und leuchten im dunklen Grün, damit die Uhr auch dann perfekt abgelesen werden kann. Auf 6 Uhr befindet sich außerdem das aktuelle Datum, im Gegensatz zu vielen anderen Uhren mit Datum, also symmetrisch und ohne eine vergrößernde Lupe. Wie man von Luxusuhren erwarten darf, ist auch die Oris mit einem Glas aus Saphir ausgestattet. Kratzfest und mit Antireflexionsbeschichtung. Doch Verarbeitung ist ja nur eine Sache, wie sieht es jetzt mit dem Tragekomfort der Uhr aus? Einer der wichtigsten Punkte beim Tragen einer Uhr ist die Bequemlichkeit. Diese wird natürlich maßgeblich durch das Armband beeinflusst. Oris hat das Armband im Vergleich zur Vorgängerversion der Aquis deutlich verbessert.
Kleinere Spaltmaße und eine etwas geringere Dicke sorgen für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl. Wie das Gehäuse ist auch das Armband aus Edelstahl, allerdings bricht Oris hier bewusst mit einem Trend. Während die meisten Armbänder entweder gebürstet oder außen gebürstet und innen poliert sind, dreht Oris das Ganze herum. Die Außenglieder der Uhr sind hier poliert und die Innenglieder gebürstet, was nochmal für eine ganz eigene Optik sorgt. Als Schließe kommt eine Sicherheitsfallschließe zum Einsatz und das Armband lässt sich über die integrierte Taucherverlängerung auch ohne Werkzeug um etwa 1,5 cm verlängern oder verkürzen. Vorher habe ich im Zusammenhang mit dem Armband von einem kleinen Nachteil mit den Bandanstößen gesprochen, und zwar: Weil die Bandanstöße mit dem Armband direkt verbunden sind, braucht man zum Wechseln genau dieses Bandes sowohl spezielle Armbänder, man kann also nicht einfach jedes beliebige Uhrenband dran machen, als auch ein spezielles Werkzeug, was für ein bisschen weniger Flexibilität beim Tragen der Uhr sorgt. Jetzt, wo wir wissen, wie die Oris verarbeitet ist und dass die Uhr sich extrem bequem tragen lässt, ist eine Frage, die für die Robustheit und Langlebigkeit der Uhr noch wichtig ist: Welches Uhrwerk ist verbaut und erfüllt dieses die Voraussetzungen für eine Langlebigkeit der Uhr? Hier kommen wir zu dem Kompromiss, den man schließen muss, wenn man sich bei Luxusuhren im unteren Preissegment umschaut, anstatt eines eigens hergestellten Manufakturwerks, wie zum Beispiel bei Rolex, Patek Philippe oder auch Omega, kommt in der Aquis das Kaliber Oris 733 zum Einsatz. Hinter dieser Bezeichnung findet man allerdings nichts anderes als ein ganz normales Selita-Werk SW200-1, bei dem die Selbstaufzugsautomatik durch den Oris-typischen Rotor mit roter Mitte veredelt wurde. Ansonsten kommt das Uhrwerk komplett ohne großartige Verzierungen oder Veredelungen aus. Das finde ich ein bisschen schade, schließlich hat die Aquis einen Glasboden, durch den man das Werk sehen kann. Das ist zwar natürlich trotzdem schön anzusehen, allerdings nicht vergleichbar mit einem individuell gestalteten Manufakturwerk, was man in dieser Preisklasse übrigens bei Nomos schon finden kann. Und kleine Anmerkung von mir, Nomos gibt es bei Hunke auch. Wichtig ist jetzt aber die Frage, was ein Nicht-Manufakturkaliber für das Tragen der Uhr im Alltag bedeutet, und die Antwort ist praktisch nichts. Nicht ohne Grund werden diese Lita-Werke in vielen Uhren verbaut, beispielsweise auch bei Tag Heuer. Sie haben sich nämlich als vergleichsweise kostengünstig, aber vor allem auch als absolut zuverlässig und langlebig bewiesen. Und genau darum geht es beim Werk einer Luxusuhr ja schließlich auch. Lediglich die Gangreserve der Uhr ist mit 38 Stunden etwas klein, aber das ist dann auch nur ein Grund mehr, die Uhr wirklich jeden Tag anzuziehen. Okay, wir sind uns an dieser Stelle, denke ich, einig. Die Oris Aquis Date ist eine hervorragende Uhr in ihrer Preisklasse und unserer Meinung nach für unter 2000 Euro definitiv eine der besten Uhren überhaupt. Oris hat das geschafft, indem sie sich in einigen Aspekten von großen Vorbildern inspirieren ließ und das mit dem eigenen über 100-jährigen Know-how verknüpft hat. Edles zeitloses Design, ein wunderschönes Zifferblatt, das übrigens auch mit blauer, schwarzer, brauner und weißer Farbe erhältlich ist, werden hier kombiniert mit einer hochwertigen Verarbeitung, die die Uhr zu einem Begleiter in wirklich jeder Situation macht. Außerdem unterstützt Oris direkt Umweltorganisationen wie beispielsweise die Whales and Dolphin Conservation oder die Pacific Garbage Screening Organization. Man trägt mit der Oris also irgendwie auch eine gute Sache mit am Arm. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn man sie mit der optisch doch sehr ähnlichen Rolex Submariner Hulk vergleicht, die sicherlich auch als Inspiration der Aquis gedient haben dürfte? Während in Sachen Alltagstauglichkeit und Robustheit praktisch gar keine Abstriche gemacht werden müssen, liegt natürlich schon nochmal deutlich Luft zwischen der Verarbeitung der Aquis und der Submariner. Und jetzt mal ganz ehrlich, es wäre auch extrem seltsam, wenn das bei einem mehr als viermal so hohen Listenpreis anders wäre. Das äußert sich zum einen in einer etwas flacheren Verarbeitung der Zeiger und der Indizes, zum anderen wirkt eine Submariner doch auch nochmal vom Band her hochwertiger und vor allem bei der Schließe ist Rolex da meiner Meinung nach komplett unerreicht. Wer also eine Oris Aquis als Ersatz für eine Submariner kaufen möchte, sollte lieber etwas Geduld mitbringen und auf die Submariner sparen. Wer aber eine der besten Uhren unter 2000 Euro sucht, die ein perfekter Begleiter im Alltag ist und wenn es nicht unbedingt eine Rolex sein muss, dann ist meine Empfehlung für dich an dieser Stelle: Schlag zu, du machst nichts falsch und erweiterst mit dieser Uhr deine Sammlung definitiv mit einem wundervollen Zeitmesser mit einem wundervollen eigenen Charakter. Kommen wir nun noch zum Watchscore für die Oris Aquis. Design 5 von 10 Punkten. Die Oris Aquis ist vom Design her einfach eine recht typische Taucheruhr. Eine geriffelte Lünette, ein recht aufgeräumtes Zifferblatt mit gut ablesbaren Indizes und ein massives Edelstahlarmband, das allerdings etwas weniger wertig wirkt als andere Uhren für ein bisschen weniger Geld, beispielsweise das der Tag Heuer Aquaracer. Ein Bonus ist der Sonnenschliff des Zifferblatts, was der Uhr nochmal einen besonderen Charakter verleiht.
Seltenheit 2 von 10 Punkten. Die Oris Aquis ist, wie ja schon anfangs genannt, normalerweise sofort verfügbar. Das macht auf der einen Seite natürlich das Kauferlebnis um einiges entspannter, auf der anderen Seite ist die Aquis dafür natürlich weniger exklusiv wie beispielsweise Modelle von Rolex. Anerkennung unter Uhrenliebhabern 6 von 10 Punkten. Die Aquis wird allgemein von Uhrenliebhabern respektiert, ich habe noch niemanden etwas Schlechtes drüber sagen hören, genauso übrigens wie die Marke Oris selbst. Allerdings ist die Aquis jetzt keine Uhr, für die man von Uhrenliebhabern derart bewundert wird, wie beispielsweise jetzt für eine Nautilus oder eine Daytona. Alltagstauglichkeit 8 von 10 Punkten. Wenn eine Uhr für den Alltag gemacht ist, dann die Aquis. Die Materialien und die Verarbeitung sorgen dafür, dass die Uhr einiges aushält und man kann sie sogar im Sport anziehen, wenn man das eben möchte. Einzig und allein die polierten Stellen des Bandes bieten halt eine gute Angriffsfläche für Kratzer. Wertstabilität minus 1 auf einer Skala von minus 5 bis plus 5. Die Oris Aquis ist keine Uhr für eine Geldanlage, sondern eine Uhr, die man kauft, um es mit Freude für eine lange Zeit und jeden Tag tragen zu können. Die Aquis ist auf dem Markt zwar relativ wertstabil, den Neupreis bekommt man aber für seine Aquis Gebrauch definitiv nicht mehr. Komfort 6 von 10 Punkten. Die Aquis trägt sich doch recht ähnlich wie eine Submariner und ist damit sehr, sehr bequem. Die Hörner der Uhr sorgen dafür, dass sie sich angenehm aufs Handgelenk legt und außerdem nicht ganz so groß wirkt wie andere Uhren mit 43,5 mm. Damit kommen wir auf einen Gesamtscore von 26 von 55 Punkten. Bei der Außenwirkung vergeben wir für die Oris Aquis Date mit grünem Zifferblatt übrigens eine 6. Die Uhr fällt definitiv auf, allerdings wird sie vermutlich nicht von vielen erkannt, die nicht selbst Uhren mögen. Und jetzt sagt mir noch, was ihr denkt. Ist die Oris Aquis etwas für euch oder würdet ihr euch in dieser Preisklasse oder einer anderen Preisklasse dann doch lieber für eine andere Uhr entscheiden? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich freue mich wie immer auf eure Meinungen. Jetzt blende ich euch noch einige weitere Videos ein, die euch interessieren könnten und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.